Hallo, meine wolligen Freunde. Ich bin die Duck und hier seid ihr bei meinem Handarbeitspodcast gelandet. Ich komme zu euch aus Albuquerque in New Mexico in Amerika. Und wow, heute bin ich mal draußen. Ich bin super happy darüber, weil das habe ich mir schon lange gewünscht. Ich mag das immer so gerne, wenn ihr anderen Podcaster draußen sitzt und eure schönen Sachen zeigt. Und bei mir hat es irgendwie nie geklappt. Entweder zu viel Sonne im Hintergrund oder zu windig, irgendwas war nie richtig. Oder zu viele Sachen, die ich mit rausschleppen musste, wo ich keine Lust zu hatte. Ja, und heute klappt es endlich mal. Ja. Willkommen und danke an alle, die gleich mal die bei der Duke Mania 2022 mitmachen. Ich freue mich riesig, ich habe ganz viele Bilder schon gesehen auf Instagram und auch in der Gruppe seid ihr schon schön aktiv. Ich versuche immer so relativ regelmäßig auch dort reinzugucken und zu antworten. Und ja, freue mich, dass ihr mitmacht. Ich bin da ganz happy drüber. Und ich habe nie was drüber gesagt, wie lange der Knit Along dauert. Ich denke mal, der endet am 3. Dezember, wenn auch für mich meine persönliche Duke Mania endet, weil ich stricke ja für ein Open House, wo ich hier die Dukes, die ich gestrickt habe, zum Verkaufen anbieten werde. Ja, ich habe über die Jahre diese Handschuhe schon so oft gestrickt, dass mir die echt, nee, sie hängen mir überhaupt nicht zum Hals raus, aber ich muss eine interessante Wolle haben, mit der ich arbeite. Und deshalb verwende ich hauptsächlich handgesponnenes Garn. Und ich habe in den letzten eineinhalb Wochen wieder einiges fertig gekriegt und die zeige ich euch jetzt mal. Ich ziehe die also immer nach dem Stricken mal durchs Wasser und lege sie dann flach aus. Und aber da wird nichts. Ich habe das in den vergangenen Jahren auch manchmal so gemacht, dass ich mir die mit einem nassen Tuch drauf ein bisschen Dampf gegeben habe. Habe ich dieses Jahr aber nicht gemacht. Werde ich, glaube ich, auch nicht machen. Und ich bringe euch keine Reste mit, weil meine Garnmengen oft so unterschiedlich ist, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Nur da ist es ganz interessant, da habe ich mal wieder ein dünner gesponnenes Garn mit einem passenden Mohair zusammengehalten. Das sieht auch immer total schön aus. Ja, Anleitung, wie gesagt, kostenlos auf Ravelry, habe ich ja schon öfter mal von erzählt. Auf Englisch und auf Deutsch und einige meiner Mitstricker haben da im Eifer des Gefechts, sag ich mal, wohl in der Anleitung überlesen, dass für den Daumenzwickel man zwei Runden strickt. Also man macht die Zunahmen auf der linken und auf der rechten Seite und strickt dann zweimal drüber. Und ich sehe das auch meistens auf den Fotos. Also wenn ich auf Instagram ein Bild sehe und der Daumenkeil geht zu steil raus, dann sage ich, juhu, guck nochmal nach in der Anleitung. Daumenzwickel, Zunahmen und dann zwei Runden drüber strecken. Dadurch hat der ein bisschen, ja, so sieht der Daumen aus, ne? Ergonomisch oder wie man sagt, von der Form her. Ja, von der Nadelstärke her benutze ich alles mögliche querbeet, hauptsächlich 4,5er Nadeln und 5er Nadeln. Meine 4er sind im Moment im Gebrauch. Ich habe hier immer noch nicht dieses Paar weiter gestrickt und bin am Überlegen, ob ich die einfach wieder auftrenne, weil ja, so schön dieser Verlauf hier auch ist, irgendwie grau. Naja, ihr werdet sehen. Ich werde es euch erzählen nächstes Mal. Aber so eine Idee war das natürlich auch, wäre witzig, das mit einem ganz bunten Garn zusammenzuhalten. Ja,
dann muss ich ja immer auch noch mal wieder neues Garn spinnen. Aber im Moment mal, ich muss euch zuerst noch das letzte Paar zeigen. Das mache ich mit Fünfernadeln. Und das hatte ich schon lange gesponnen, also bestimmt seit 5 Jahren vielleicht gesponnen und seit 10 Jahren im Stash oder so. Die Fasern, meine ich. Ja, und das habe ich im Moment in so einem kleinen alten Handtäschchen oder was auch immer das mal war. Habe ich schon sehr lange in meinem Besitz und habe ich mal wieder rausgekramt. Ja, im Moment könnte ich von morgens bis abends spinnen. Ich bin echt total entzückt davon im Moment. Ja, aber ich zeige euch vorher auch noch mal den Pull. Bevor ich euch meine neu gesponnenen Garne zeige, muss ich natürlich noch mit dem Gestrickten weitermachen. Wer beim letzten Mal nicht dabei war, ich habe ja diesen Pullover für meine Tochter auf den Nadeln. Und zwar ist der aus der Rebecca 30. Entschuldigung. Und so sieht der im Original aus. Ich habe den gestrickt, wenn mich nicht alles täuscht, mit 4er Nadeln. Ja. Also sage mal, habe ich mir das nirgendwo aufgeschrieben? Ich bin ja sehr überrascht. Wo ich das jetzt mal hin? Hier drüben. Dann habe ich vorgestern die Ärmel fertig gemacht oder vorvorgestern und habe sie dann vorgestern gespannt, also gewaschen und auf meinem Spannbrett gespannt. Und ich hätte sie gestern Abend, also gestern habe ich es runtergemacht und habe dann aber irgendwie, ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen, ich glaube, ich bin irgendwie noch ein bisschen nervös, ob es auch wirklich alles jetzt passt, weil ich musste ja die Armkugel ändern, die hat ja nicht gepasst und habe ja auch das Lochmuster brutal abgeändert im Vergleich zur Originalanleitung, weil ich den Pulli gekürzt habe. Dann kann ich natürlich nicht nur hier unten das Muster ändern, das musste ich ja dann auch hier oben angleichen, das war also eine Herausforderung mit dem V-Ausschnitt und das Ganze, ja, meine Güte, eine Strickzeitschrift, die sagt dir dann nichts dazu, ne, wie du hier oben das Lochmuster fortführst. Das muss man sich dann selbst zusammenfriemeln. Und natürlich ist es mein abgewandeltes Lochmuster. Und wer ganz genau hinguckt, wird sehen, da hat sie doch einen Bock geschossen. Es ist nicht wirklich ein Bock. Aber hier unten habe ich einen Fehler gemacht. Wie der passiert ist, weiß ich auch nicht mehr. Kann ich mich nicht erinnern. Aber ihr seht hier diese beiden Streifen. Das ist einer zu viel. Aber ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Beide Ärmel haben diesen Fehler und das heißt, das bleibt jetzt so und keiner wird es sehen. Keiner wird es sehen. Also ich habe mal manchmal meine liebe Not, diesen Fehler überhaupt zu finden. Ja, ich bin so ein bisschen noch eingeschüchtert von diesem Pulli. Ich bin ein bisschen nervös. Also ich hoffe, alles passt dann rein. Also die Armkugel passt und alles stimmt auch so. Und vor allen Dingen hoffe ich, der Pulli gefällt ihr. Ich denke mal, dass ich mich heute Abend da dran wage. Und am Donnerstag kommt sie nämlich zu Besuch und bis dahin muss der fertig sein. Ja. Ja, dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen weiter gestrickt an meinem
Tuch, da habe ich mittlerweile meine Sachen hier reingestopft, um es ein bisschen tragbar zu machen. Und ich glaube, beim letzten Mal war ich bei diesem Blau. Entweder hier unten oder mittendrin. Ich glaube, hier unten. Also knappe 10 cm dazu gestrickt. Zu diesem Tuch hat mich inspiriert die Kia von Kiaspot Wool Magic Podcast. Sie hat ein ähnliches Tuch gestrickt aus verschiedenen handgesponnenen Garnen, die sie wahllos gemixt hat. Und das wird also ein ganz schlichtes Dreieckstuch, was ich angefangen habe mit einem Garter Tab. Und ich stricke mit, ich glaube, 4,5 Nadeln. Ich hatte irgendwo hier auch mal eine Lesebrille, aber doch, da ist sie ja. Nee, 4 mm Nadeln, ja. Ja, und ich verwende nicht irgendein handgesponnenes Garn, sondern ich verwende handgesponnenes Garn, wo ich auf der Kadiermaschine die Fasern gemischt habe. Also ist was ganz was anderes wie die Garne, die ich für die Handschuhe verwende in der Regel. Man sieht, die sind alle Garne sind zweifach verzwirnt. So spinne ich eigentlich immer zweifach verzwirnt. Und ich habe noch nie Navajo gezwirnt und habe auch noch nie dreifach. Also normales dreifaches Garn gemacht. Ja. Und hier, wie gesagt, auf der Kadiermaschine gemischte Fasern. Dadurch hat man nicht so diese krassen Elemente der Farbunterschiede. Seht ihr das? Weil das sind ja verschiedene Stränge dann. Das ist ein anderer Strang, ein anderes Bad gewesen als das hier und als das hier. Ja. Und meistens waren das so kleine Teststränge. Oder aber, ich habe sowas gemacht wie gestern Abend, es hat mich auf einmal überkommen und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal an meine Kadiermaschine. Der Grund war, dass ich eine kleine Menge gefunden habe von Fasern, die ich verwenden wollte, wo ich dann aber gemerkt habe, das ist nicht, also ich habe es gewogen und habe dann festgestellt, das reicht mir nicht. Ich muss da noch ein bisschen was dazugeben, hatte nichts farblich Passendes. Dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt zur Kadiermaschine und mache mir da was und habe dann also mir Punis gemacht. I love Punis. Ich liebe es, diese Dinger zu verspinnen. Die sind sehr zeitintensiv in der Herstellung. Aber vom Spinnen her machen die riesig viel Spaß. Ich bin nicht so ein perfekter Puni-Macher. Also bei mir gibt es mal dickere und mal dünnere. Das macht aber eigentlich nichts. Also spinnen lassen die sich trotzdem alle toll. Und das hier, was ich euch jetzt zeige, das ist die eine Hälfte. Das wird also auf eine Spule gesponnen und dann auf die andere Spule, die meine zweite Hälfte, die drinnen ist, und dann werden die verzwirnt. Und ich hatte noch eine andere kleine Menge, wo ich gedacht habe, oh, damit fange ich jetzt gleich an. Das kommt noch in mein Tuch. Und es war so auch wieder so wahllos irgendwie mir gegrapscht, was ich gefunden habe. Und das sieht also so aus und das ist noch nass. Das habe ich also gerade vorhin erstmal durchs Wasser gezogen und also feucht ist es, nicht klitschi nass, könnt ihr euch denken. Ja, oh, das macht mir immer so einen Spaß und dann solche Elemente wie dieser rote Blips da oder hellblau lila, ist einfach wunderschön, ja. Freue ich mich auch schon drauf, das dann in das Tuch einzuarbeiten.
Ja, und jetzt geht's weiter mit den handgesponnenen Garn. Warte mal, ich muss mal gerade hier ein bisschen umarrangieren. Ich habe nämlich wirklich richtig ordentlich viel gesponnen. Und zwar 77 Gramm von Shetland. Na, nee, so kann ich es besser zeigen, dann macht es die Kamera auch schärfer. Und hauptsächlich ist das also für fingerlose Handschuhe. Das habe ich mal vor einigen Jahren von der Tina in Deutschland bestellt. Elfenwolle Tina. So eine traumhafte Färbung. Eine Mischung von 75% Superwash Merino mit 25% Nylon. Damals habe ich noch gedacht, ich mache mir Socken. Aber das eine Paar Socken, was ich mir mal gemacht habe, das war wirklich relativ schnell durchgelatscht. Da habe ich dann gedacht, nö, mache ich nicht mehr. Ist mir zu viel Arbeit für ein kurzes Vergnügen. Dann habe ich das hier, das ist Corriedale. Ist also auch eine Schafrasse. Und damit vielleicht die Nichtspinner sich mal eine Idee davon kriegen, wie sowas vorher aussieht, habe ich euch nochmal den zweiten Braid hier mitgebracht, den ich davon hatte. Ich hatte da ein paar Sachen, die ich nicht im Shop tun konnte, weil sich beim Färben hier immer mal so ein bisschen was abgesetzt hat. Das habe ich vor 2 Jahren gefärbt, glaube ich, oder 3 sogar. Und ich glaube, dass das Lanolin ist. Weil es ist nicht wirklich was Schlimmes und sobald ich mit dem Braid arbeite, ist es auch weg. Aber also verschwindet es so ziemlich oder man kann es fast so rausschaben. Aber keine Ahnung, woher es kommt und warum. Und dieses Jahr ist mir das auch überhaupt nicht passiert. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also auch dieses hier für fingerlose Handschuhe, dicker gesponnen. Genau wie das hier. Das müsste also auch reichen für ein paar Dukes. Das sind 55 Gramm. Also so 55, 60 Gramm ungefähr brauche ich für ein paar. Das war auch nochmal Corriedale. Und das hier ist, oh, BFR. BFR ist auch eine Schafrasse. Auch bekannt als Blueface Lester. Und dann habe ich hier noch Seide BFL-Mischung gesponnen. Das ist aber beides eher dünner gesponnen und nicht so gut geeignet für die Fingerlosen. Aber auch irgendwie wunderschön. Ist auch eine ältere Färbung von mir. Das sind 3 Ounces, 86 Gramm. Hey. 3 Ounces sind noch nicht 86 Gramm. Müsste eigentlich mehr sein. Naja, gut. Muss ich nochmal wiegen. Ich glaube, das stimmt nicht. Und dann habe ich noch das hier. Das ist ziemlich fein gesponnen. Noch feiner als das andere mit der Seide. Irgendwie die Seide will feiner. Alles, was einen Seidenanteil hat, will irgendwie feiner gesponnen werden. Das sind 2,3 Ounces, 65 Gramm. Hübsch. Mit diesem schönen Türkis. Ja, meine Punis habe ich euch gezeigt und das Garn. Und jetzt wollte ich euch noch mal unbedingt zum einen von meinen Spinnplänen erzählen. Und zum anderen bin ich super, super happy darüber. Viele von euch haben es sicher schon auf Instagram gesehen, dass ich es tatsächlich hingekriegt habe, meinen Online-Shop, der direkt über meine Webseite läuft, dass ich den ja, zum Leben erweckt habe. Ich kann es kaum glauben, dass ich das selbst hingekriegt habe. Ich habe noch Probleme mit dem Shipping und die Webseite selbst, also man hat ja da so ein
Provider quasi, über den man das macht. Und da muss ich sagen, da ist also das, die Lösung, wie man das mit dem Shipping macht, das ist nicht gut gemacht. Und deshalb bin ich da, habe ich da noch ein bisschen Probleme damit. Also es ist alles relativ zeitaufwendig, aber es ist alles okay. Es ist alles okay. Es ist besser als vorher. Ja. Und ja, und jetzt gerade habe ich alle meine Corriedale-Wollen, die Braids zum Spinnen, sind im Shop, aber nur innerhalb von Amerika kann ich das versenden. Es tut mir total leid. Ich habe es noch nicht hingekriegt, das so zu machen, dass ihr auch, wenn ihr anderswo seid, das bestellen könnt bei mir. Das tut mir sehr leid. Aber ja, da werde ich also langfristig, ist das eine Sache, wo ich mich drum kümmern muss und was ich hoffentlich dann auch irgendwann hinkriegen werde. Ich zeige euch die Braids, die im Shop sind, ganz zum Schluss, weil es sind ja auch einige Deutschsprachige, die in Amerika den Podcast gucken und für die das deshalb doch interessant sein wird, wenn ihr Spinner seid. So, dann wollte ich euch nochmal mein Dings zeigen, was mir im Moment ständig im Kopf rumspukt. Ich möchte für die Studiotour im Dezember möchte ich einen Pullover machen, den ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt habe letztes Mal. Aber ich möchte den machen und möchte den an dem Tag auch tragen. Also der soll fertig werden bis dahin. Da war ich, glaube ich, habe schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht so ganz, was oder ich war mir unsicher, was ich hier für einen Garn verwenden soll. Ich möchte natürlich gerne ein Garn verwenden, was eins von mir ist, von mir gefärbt am liebsten, aber sowas in der Art kriege ich gar nicht hin. Und dann habe ich mir überlegt, das mache ich folgendermaßen. Ich mache also den Körper in einem handgesponnenen Garn, weil der so ein sanfter Verlauf, das kriege ich eher dann hin mit einem handgesponnenen Garn. Und dann muss ich mal gucken, was ich für diese Häkelelemente verwende. Und habe da so ein paar Ideen, die ich schon mal mit euch teilen wollte. Ich habe in meinem Stash gewühlt. Ich möchte auf jeden Fall ein Garn verwenden, was so ein bisschen Drape hat. Also was entweder einen Tencel-Anteil hat, einen Seidenanteil oder einen Bambusanteil. Und so war mein Fokus, als ich mich in meinen handgesponnenen Stash gestürzt habe. Und da habe ich schon mal diese beiden gefunden. Gramm und 203 Gramm. Das heißt aber, wenn da diese Etiketten habe ich heute erst dran gemacht. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was da für ein Faseranteil drin ist. Auf jeden Fall irgendwas, was dem Ganzen ein Drape gibt, also Seide, Tencel, Bambus, was auch immer, ich habe keine Ahnung. Leider. Schlechte Buchführung, diese Sekretärin, immer wieder dasselbe. Dann habe ich auch noch die hier mit rausgeholt, aber die werde ich mit Sicherheit nicht verwenden können. Hier habe ich den, das ist ein 100% Bambus. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Weiß ja irgendwie gar nicht, was ich damit machen will. Wahrscheinlich wollte ich das einfach nur mal ausprobieren, wie das ist. Es sind ja auch traumhaft schöne Farben. Aber was ich damit mache, daraus mache, weiß ich nicht. Das hier, ich habe keinen blassen Dunst, was das ist. Wunderschöne bunte Farben und auch irgendwie sowas in der Art, ne, mit Drape. Aber und ihr seht, sehr fein gesponnen. Ne? Insofern denke ich mal, fällt das mit Sicherheit auch raus. Und da sind ja jetzt auch irgendwie alle Farben drin, außer Gelb. Ja.
Dann habe ich diese beiden gefunden, die ich auch mal zum Verkaufen angeboten hatte auf einem Markt, die aber ich verkaufe eigentlich nie handgesponnenes Garn. Das hier ist eine Mischung aus Merino und Bambus, 3,5 Ounces. Das habe ich dann, also sowas biete ich dann oder habe ich damals angeboten für 31,50 $, was im Grunde geschenkt ist. Für, also wer handgesponnen, wer spinnt, weiß, dass es sehr preiswert ist. Das hier eine ähnliche Menge, kleines bisschen mehr, das ist Merino. Und Sisal, was heißt das denn auf Deutsch? Sisal? Keine Ahnung. Und 3 3/4 Ounces, also so, das sind ungefähr 100 Gramm. Auch irgendwie wunderschön. Ja, das ist also eine Option. Diese beiden dürften zu wenig sein. Dann habe ich natürlich überlegt, wäre das was dann für diese Häkelblumen? Nee, eigentlich ein bisschen zu so vermatscht die Farbe, ne? Also sehr schön, aber nicht klar genug. Also ich finde das ganz, ganz schön, wie das in diesem Original aussieht, dass das so crisp ist, dann auch dieser so ein scharfer Kontrast ist zwischen diesen rot-pinken Blüten und dem grünen Anteil zwischendrin. Das könnte ich natürlich mir vorstellen für diese grünen Elemente. Und dann fiel mir ein, ich habe noch ein handgesponnenes Garn von Fasern von Redfish Dyeworks. Das ist was ganz was Feines, ein 50-50 Merino-Seidengemisch. Da habe ich damals mal so eine kleine Probe gestrickt. Und die sind also auch immer bei der Fiber Arts Fiesta und ich liebe ihre 50-50 Spinnfasern. Also das ist, glaube ich, auch das Einzige, was sie hat. Immer Merino-Seide. Also ein Traum von Luxus. Ich habe ein kleines bisschen mal für mich bestellt zum Färben vor ein paar Jahren. Das habe ich immer noch in der Garage und ich könnte mir denken, dass ich das für mich selbst jetzt färbe. Für das Grün oder um vielleicht doch andere Blüten zu machen. Und nicht Orange, obwohl ich liebe ja Orange. Ich weiß halt nicht, ob das dick genug ist, ne? Ich habe mich also noch nicht mit der Anleitung so richtig befasst. Ich muss da noch mal lesen, was die für Nadelstärken verlangen. Ich muss mal ein paar kleine Maschenproben stricken und ich hatte dann auch noch das hier, das war hiermit zusammengepackt. Da habe ich wohl mal die Idee gehabt, das in einem Tuch zu kombinieren und habe aber doch noch nichts damit gemacht, weil ich glaube nicht, dass das hier Redfish Dyeworks ist. Ich weiß es nicht. Auch kein Label mehr dran. Immer wieder dasselbe, immer wieder das gleiche Lied. Total happy über das Spinnen und dann vergessen oder keine Lust mehr gehabt, nochmal ein Label dran zu machen. Waschen tue ich sie immer, die Wolle. Ja, also meine handgesponnenen Stränge. Ja. Und das war's an strickigem und gesponnenem und an Ideen für das zukünftige Projekt. Und jetzt zeige ich euch noch die Spinnwolle, die ich jetzt im Moment im Shop habe. Und ich werde das also folgendermaßen machen. Die Wolle hat keine, also die Färbungen haben keine Namen, weil die auch nicht wiederholbar sind. Für mich selbst, damit ich es leichter habe mit dem Verschicken, habe ich
denen Nummern gegeben. Und es gibt also zwei Braids mit, also zwei, wie sagt ihr da, zwei Zöpfe, keine Ahnung, zwei Braids mit 60-40 Superwash Merino Tänze. Und alle sind übrigens 4 Ounces, also 4 Ounces 115 Gramm. Und das ist also der eine von Superwash Merino Tänze, die Nummer 1. Und hier die Nummer 2 Superwash Merino Tänze. Der Rest ist jetzt alles Corriedale 4 Ounces, also 115 Gramm. Und ich sag euch die Nummern dazu, für den Fall der Fälle, dass ihr da euch für eine bestimmte Nummer interessiert. Sorry, 9. 1. 7. Was war das tolle Quartett? 8. 5. Zwei, vier, zehn. 3, 6. Und das ist, wie gesagt, das ist das, was im Moment im Shop ist. Direkt über die Website kommt ihr dahin, über www.ziawools.com. Und aber wenn ihr euch auch für was anderes interessiert, ich werde jetzt nach und nach meine Garne und auch noch Mini-Sens und auch andere Spinnwolle in den Shop packen. Aber ich bin noch super langsam dabei, aber ich krieg's hin. Insofern, es wird passieren bald. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Ich schicke einen ganz besonders lieben Geburtstagsgruß an die Alexandra. Ich denke an dich. Und ansonsten hoffe ich, euch anderen geht es allen gut und ihr habt was Schönes auf den Nadeln, was euch Freude bringt. Bis zum nächsten Mal. Strickt was Schönes. Ciao.